Engländern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenberger dort. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter euch ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält.